Super, machst die Kamera an und siehst, dass der Akku gleich leer ist. Hier hoch. Ja. So, ach so, wie der Vincent, oder was? Geht gar nicht, bist zu klein. Oh. Guten Morgen am Samstag, bevor der Akku mir jetzt noch abschmiert. Super, Kamera mitgenommen mit leerem Akku. Wollte ich euch erzählen, dass ich seit gestern endlich wieder ein Auto habe und wir das auch gleich ausnutzen mussten und jetzt ins Wildgehege gefahren sind. Wir machen jetzt all die Sachen, die wir seit Wochen nicht machen konnten, weil wir kein Auto hatten. Bist du so groß? Ja. Super, gut. So, wollen wir jetzt zu den Tieren gehen? Ja. Das ist so wunderschön. Ja, ich ärgere mich gerade, dass ich die Kamera nicht mitgenommen habe. Aber wir haben jetzt ein Auto. Wir können jetzt wieder öfter hierher kommen. Lecker Melone. Und das Kind weint. Achtung, wisst ihr warum? Weil sie nicht da hochkommt, wo Vince ist. Sie möchte halt alles machen, was er auch machen kann. Was ich halt verstehe, ne? Aber manches geht halt echt noch nicht. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Die Kinder habe ich in die Badewanne gesteckt. Auch bei mir ist noch sogar noch zugezogen. Die Kinder habe ich in die Badewanne gesteckt, weil die so dreckig sind. Und in der Zwischenzeit mache ich jetzt Mittagessen und werde diese Kamera hier laden. So, wir hatten heute mal wieder so einen Tag, wo keines der Kinder Mittagsschlaf machen wollte. Naja, okay. Trotzdem war ein bisschen Ausruhen angesagt zum Mittag. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Achso, ich dachte, ich greife mal wieder so ein Mama-Thema so ein bisschen auf. Ich bin gerade dabei, Svea trocken zu kriegen. Also jedenfalls tagsüber, da klappt es schon relativ gut. Natürlich geht da ab und an mal was daneben. Jetzt haben die sich schon wieder gestritten. Was hast du denn hier? Wie liegst denn du hier? Ja. Ja, ja. Du bist da ein bisschen eingeklemmt, oder? Ja. Wieso ist denn deine Hose schon wieder so dreckig? Wo warst denn du? jedenfalls wollte ich sagen, klappt das so eigentlich sehr, 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 sehr gut. Natürlich geht ab und an mal was daneben, aber das ist völlig okay. Ich weiß allerdings noch nicht, wann ich den Schritt mache hin zu dann, ja, dein Bett. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, wann ich den Schritt mache hin zu, dass ich dann auch nachts die Winde ablasse. Weiß ich noch nicht so genau. Wird hoffentlich auch noch innerhalb dieses Sommers passieren, weil dann trocknet die Wäsche schön schnell. Aber mal gucken. Hauptsache ist, dass ich sie dann irgendwann im Laufe dieses Sommers trocken kriege. Das ist schon mal sehr schön und erleichtert uns natürlich auch einiges. So, die Kinder wurden jetzt gerade vom Papa abgeholt. Die sind heute für eine Poolparty eingeladen. Da habe ich jetzt ein paar freie Stunden. Die Waschmaschine ist echt laut. Und ich bin noch so ein bisschen planlos. Also die Waschmaschine braucht, glaube ich, noch eine reichliche halbe Stunde, ehe die fertig ist. Solange werde ich jetzt noch was arbeiten. Und dann werde ich irgendwie raus. Milchschäl trinken gehen oder irgendwas. Irgendwie raus. Genau. Und heute Abend hatte ich Bock auf mal wieder so einen Liebesfilm auf Netflix. Da muss ich euch gleich mal bei Instagram noch fragen, was man da so gucken könnte. Übrigens gibt es ab Montag was Neues. Den Hashtag Mama Messy Monday. Und zwar hat mich eine Freundin drauf gebracht, dass sie es immer sehr erleichternd findet, wenn sie irgendwo hinkommt bei anderen Mamas und sieht, dass da auch so Dreckecken gibt und dass nicht alles immer unglaublich ordentlich aussieht. Und da hatte ich eine Umfrage bei Instagram gemacht und ganz viele sind dafür, dass wir den Mama Messy Monday einführen. Und das gibt es dann halt auf Instagram unter dem Hashtag Mama Messy Monday. Kann dann montags immer ein Bild gepostet werden von so einer Messy-Ecke bei euch zu Hause. Und bei Facebook, in der Facebook-Gruppe mache ich das auch. Also kommt da gerne dazu, wenn ihr da mitmachen wollt. Einfach um uns so ein bisschen auch die Erleichterung, ne, okay, bei anderen sieht es zum Montag auch scheiße aus. ich habe meinen Beitrag schon fertig gemacht. Ein Messy-Video. Genau, das wollte ich jetzt erzählen. Übrigens, was ich jetzt arbeiten werde, ich arbeite schon wieder am nächsten Audiokurs. Ich wollte eigentlich gar nicht so schnell den nächsten rausbringen, aber das ist ein sehr, also es ist ein Thema, was von euch sehr, sehr stark angefragt wurde. Und zwar geht es so darum, ne, wie grenze ich mich ab? Also wie schaffe ich es, dass andere mich nicht so stark beeinflussen können, dass ich nicht so in diesen negativen Gefühlsstrudel komme? Wie mache ich das? Und darum wird es gehen. So, also ich hatte mich dann kurzerhand entschieden, zu meiner Mama zu fahren und mit dem Hund zu gehen. Ich habe manchmal so Tage, ich kann dann nicht zu Hause hocken. Das ist natürlich vermehrt, wenn die Kinder nicht da sind. Also auch so an diesen kinderfreien Wochenenden bin ich wenig hier in der Wohnung.
schon auch mal ein paar Stunden am Stück zum Arbeiten, aber echt die wenigste Zeit. Da bin ich echt unterwegs. Ja, ist halt so. So, und ich habe mir jetzt gedacht, die sind jetzt noch eine Weile unterwegs, so eine Stunde vielleicht. Ich mache mir jetzt noch ein schönes Essen. Ich gehe jetzt ganz in Ruhe duschen. Dann wollte ich heute Abend mal wieder so einen klassischen Liebesfilm gucken und einen Radler dabei trinken oder einen Hugo. Weiß ich noch nicht. Ja, also mir ist jetzt mal auf diese Art und Weise heute nochmal gut gehen lassen. Genau, und morgen feiern wir dann mit unseren Freunden das letzte Mal Vins Geburtstag nochmal. Auf dem Spielplatz, ich mache was Leckeres zu essen. Das habe ich auch im Kindergarten gemacht. Das zeige ich euch, das war super einfach und schmeckt super genial. Genau, und so spektakulär ist unser Wochenende gar nicht. Aber ihr guckt ja nicht, weil wir spektakuläre Sachen machen, ne, sondern aus anderen Gründen. Wen es interessiert, ich habe mich für Radler entschieden. Und zwar gucke ich nebenbei meine aktuelle Serie. Ich liebe die, ist eine riesengroße Empfehlung. Das ist Queer Eye auf Netflix. Und zwar sind das 5 Schwule, ich liebe die, die immer jemanden umstylen. Und zwar nicht nur umstylen, sondern auch sich um die Wohnung kümmern, um sein Leben kümmern, um sein Selbstwertgefühl, um sein Selbstbewusstsein. Also die Menschen auch wirklich immer aufbauen. Und die sind so, so süß. Und ich gucke jetzt gerade die 2. Staffel. Es gibt leider nur 2 Staffeln. Aber es ist so, 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 so toll. Queer Eye hieß das. Oh, jetzt haben wir mal kurz gesächselt. Queer Eye heißt die Serie. Guten Morgen am Sonntag. Ich habe in letzter Zeit wieder relativ viele Fragen zu Korwach bekommen. Deswegen wollte ich noch mal kurz was dazu sagen. Also ich kaufe die bei mir im Rewe. Aber da gibt es die immer nur ein paar Monate. Und dann gibt es wieder ein paar Monate nicht. Und dann bestelle ich die einfach wieder im Internet. Da gibt es auch größere Abpackungen. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Das hier sind meine 2 Lieblingssorten. Das Grüne schmeckt aber auch ganz gut. Das ist Classic. Das mit Vanille finde ich persönlich zum Beispiel nicht so lecker. Aber es muss jeder für sich austesten. Also ich kenne auch Leute, die es getestet haben und gar nicht mochten. Und andere, die super begeistert waren. Das hier ist meine absolute Lieblingssorte. Das ist Zimt-Kardamom. Und das ist pur. Und aktuell mische ich die beiden gerade. Einfach damit ich das Zimt-Kardamom ein bisschen strecken kann. Das ist eigentlich der einzige Grund. Deswegen mische ich die 2 hier gerade. Und es ist wirklich... Also ich bin kein Kaffeetrinker. Ich habe in meinem Leben noch nie Kaffee getrunken. Deswegen kann ich das nicht mit der Wirkung von Kaffee vergleichen. Ich würde aber schon sagen, dass es da rankommt. Also die Kinder sind normalerweise echt nicht wählerisch, wenn es ums Klamotten geht. Also die haben das nur ab und zu. Mürrisch habe ich nicht gesagt, wählerisch. Also Vince hat das manchmal bei Schuhen. Svea hat das manchmal bei Klamotten. Das ist mir jetzt vielleicht so 3-4 Mal passiert. Und heute hat sie gesagt, dass sie diese Hose bitte nicht anziehen möchte. Deswegen muss ich eine neue raussuchen. Und dann werde ich die aber auch gleich zur Seite packen, weil dann ja, wird sie auch die nächsten Wochen nicht ansehen wollen. Was können wir denn? Ich glaube, das geht's. Mal gucken, ob sie die erziehen möchte jetzt. So, Vince wollte euch gerne was zeigen, was er gebaut hat. Und zwar das hier. Ein Kunstwerk. Ach so, ein Kunstwerk. Oh je. Alles gut. Okay, prima. Und ich muss das immer ausnutzen, wenn die so schön spielen. Und ich hatte auch gerade Bock und deswegen bin ich gerade draußen auf meinem Balkon. Erst wollte ich den Balkon ja nicht machen. Ich wollte warten, bis der Vermieter den fließt, weil ich dachte, du musst ja dann alles wieder runterräumen, was du dir hier machst. Und jetzt habe ich aber einfach keinen Bock mehr zu warten. Wir haben gleich 2 Wochen Urlaub und dann will ich diesen verdammten Balkon nutzen. Und ich habe den jetzt halt einmal gefegt und wollte jetzt mal gucken, was ich alles habe, wo ich das hinstellen kann und was ich noch bräuchte. Ich hatte schon mal auf Instagram so ein bisschen gefragt, aber vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tipps. Ich zeige euch mal, was so meine, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie ich das machen soll. Weil das ist der erste Balkon meines Lebens. Ich hatte noch nie einen Balkon. Ich bin aufgewachsen mit einer Terrasse und einem riesengroßen Garten. In meiner WG-Wohnung gab es keinen Balkon und dann hatten wir wieder eine Terrasse und einen Garten. Und das ist mein erster Balkon. Aber also hier ist so eine Ecke, da will ich so eine, ich sag mal so eine Deko-Ecke machen. Ne? Das ist auch die kleinste Ecke hier mit meiner Figur und dem Krempel. Da sollen Kakteen hin. Also ich habe mich für Kakteen entschieden auf dem Balkon, die sollen da hin. Und dann will ich hier oben so eine Duschteleskopstange dran machen. Und da dann irgendwas mit Lichterketten. Und dann habe ich bei jemandem bei Instagram gesehen, das fand ich ganz cool. Die hat sich hier so eine LED-Lichterleiste dran geklebt.
Aber ich muss eine finden, die man halt auch auf dem Balkon machen kann. Das heißt, die auch wasserfest ist. Wenn ihr da was wisst, da suche ich noch was. Dann, warte mal kurz, Vince. Hier, das sind zum Beispiel diese Schandflecken, weswegen das gefliest werden soll. Dann will ich hier meine Sitzecke machen. Da steht schon der Tisch, da brauche ich noch eine coole Tischdecke. Die zwei Stühle, die muss ich mir noch holen, die stehen bei meinem Onkel. Dann muss ich mal gucken, ob ich hier noch so ein bisschen Dekokram, ob der dann hier auf den Tisch oder aufs Fensterbrett hier oben kommt. Was ist denn das? Ein Drache, ne? Ein Dino. Und hier ist schon mal eine Lichterkette, die ich habe. Und ich will mir auf jeden Fall noch LED-Kerzen besorgen. Und dann gucken wir mal. Ich habe noch ein paar Blumenkästen, aber keine passenden Halterungen, weil das hier so breit ist. Und das hier, das ist ja so unschöner Beton, das wollte ich verkleiden. Da hatte ich schon was Cooles bei Amazon gefunden. Genau, das ist so der Plan und der Stand, der aktuelle. Svea, würdest du es nicht auseinandernehmen, bitte? Übrigens hatte ich gestern bei Instagram so ein paar Sachen gefragt. Und weil wir ja Urlaub haben, dann bald 2 Wochen, eine Woche sind die Kinder bei mir, eine Woche beim Papa, werde ich so ein paar Daily Vlogs machen. Das habt ihr euch gewünscht. Musst du pullern? Na, los geht's. Also ich denke mal nicht so ganz jeden Tag, aber schon relativ oft. Und ich glaube, 2 Wochen reicht dann auch. Das ist eine Fliege oder sowas. Weil ich muss das produzieren und ihr müsst ja auch gucken. Also so ist der Plan. Genau. Und was jetzt nach diesem Vlog folgt, ist das Video, ich weiß noch nicht, ob ich 1 oder 2 draus mache, was ihr euch schon lange gewünscht habt, meine Dating-Geschichten. Bin schon sehr gespannt. Und jetzt, wir sind nämlich gerade im Skatepark. Vince ist schon bei den Rampen und ich habe gesehen, mein Ex-Freund ist auch da. Also mit dem war ich mal zusammen, da war ich noch ganz jung, ne? Da werden wir jetzt mal hingehen. Genau, ich gucke mir dann gleich deine Tricks an, okay? Kannst du die filmen? Ich kann die Tricks auch filmen, na, gucken wir mal. Ja, ich versuche mich noch so ein bisschen von dieser Situation gleich zu drücken. Ich wollte noch was erzählen, weil das gestern auch bei Instagram rauskam, genau. Und zwar hatte ich so gefragt, wer Bock hätte, mit Meditieren zu beginnen, also das so geleitet von mir. Und da waren einige dabei. Und jetzt schreibt doch ihr bitte auch mal, jetzt am besten gleich in die Kommentare, sonst vergesst ihr es wieder, ob ihr Bock hättet, falls ihr noch nicht meditiert oder noch keine richtige Routine habt, mit mir gemeinsam anzufangen. Da würde ich nämlich was vorbereiten. Ich glaube aber jetzt im Sommer ist es ein bisschen schlecht. Also es wird Ende diesen Monats noch einen Audiokurs geben, weil ihr euch den thematisch sehr gewünscht habt. Und dann wird es, glaube ich, erst im September weitergehen. Also im September geht es dann mit den Online-Workshops weiter, mit neuen Audiokursen und dann eventuell auch mit so einem Einsteiger-Ding zum Meditieren für Mamas, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, ist an. Action. Warum magst du das so gerne, das Rückenkraulen? Ja, weil das so angenehm ist. Weil das so angenehm ist. Mama, kannst du die Sprünge mir zeigen, die ich gemacht habe? Was ich vorhin gefilmt habe? Ja. Ja, zeige ich dir dann gleich. Das ist eine alte Bierflasche, das könnte Feuer fangen. Das ist richtig. Die wärmer dann mal in einen von den Papierkörben werfen. Willst du das machen? Aber wer ist daran schneidet? Nee, die ist nicht zerbrochen, die ist ja ganz. Die fasst du vorsichtig an und bringst sie in einen von den Papierkörben. Danke dir, Schatzi. Wo sind die Papierkörbe? Na, guck mal hier vorne die zum Beispiel. Das dort sind zum Beispiel 2 Papierkörbe. Wo ist der andere da? Na, da ist schon wieder einer weg, aber dort hinten ist auch noch einer. So, während Vincent jetzt für Ordnung sorgt, kann ich euch noch was erzählen. Nämlich heute bis Mitternacht ist ja der letzte Tag, wo es meinen ersten Audiokurs noch zum Einführungspreis von 9 Euro statt 19 Euro gibt. Also wenn ihr da noch überlegt, das ist auch, um mal ein paar Fragen zu beantworten, die ich in der letzten Woche viel bekommen habe. Also ihr müsst nicht per PayPal bezahlen, ihr könnt auch überweisen. Schreibt mich dazu einfach an, dann gebe ich euch alles, was ihr braucht. Ihr habt dann die Dateien dauerhaft, entweder auf eurem PC oder auf dem Handy. Und könnt das dementsprechend machen, wann ihr Zeit dazu habt. Also ihr müsst das auch nicht jetzt machen, ihr könnt auch jetzt den Einführungspreis nutzen und das dann halt vielleicht erst im September machen, wenn ihr sagt, jetzt in der Urlaubszeit habt ihr vielleicht gar nicht so die Zeit dafür. Aber vielleicht ist es auch ja einfach nicht euer Thema. Es kommen aber bald noch andere zu anderen Themen. Ich freue mich, also dieses Format oder diese Art des Produktes finde ich sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Erstellen. Und ich glaube, es kommt auch bisher bei denen gut an, die sich schon gekauft haben. Und das freut mich natürlich sehr, 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 sehr. Und Svea macht da schon wieder gefährliche Sachen. Ich gehe mal lieber gucken.
Also das heißt, ich verlinke euch den Kurs nochmal. Also das heißt, ich verlinke euch den Kurs jetzt noch unten in der Infobox. Und dann könnt ihr euch das gerne nochmal angucken. Inhaltlich, ob das was für euch wäre. Und dann habt ihr jetzt noch ein paar Stunden Zeit, um den zum Einführungspreis zu bekommen, wenn ihr da Lust drauf habt. So, wir machen uns gerade fertig. Einen Blick in meinen Ofen, okay. Und zwar habe ich Pizzabällchen gemacht, die ich, wie gesagt, auch zu dem Geburtstag im Kindergarten gemacht. Ist super simpel mit dem Thermomix zu machen. Einfach Emmentaler rein und Milch und Öl und Mehl und Salz und Zucker und Schinkenwürfel und Quark. Und dann formt man halt so kleine Bällchen, die kommen in den Ofen und die nehme ich dann so ein bisschen warm noch mit. Und dann fahren wir jetzt auf einen großen Spielplatz, wo es schön schattig ist, wo wir picknicken können. Picknickdecke muss ich noch einpacken. Gut, dass ich es euch gerade erzähle. Genau, und werden jetzt noch einen schönen Nachmittag verbringen. Und ich schaffe es nie, dass die dann nicht so zusammenhängen. Das ist jetzt nicht schlimm, aber es ist immer so, durch den Käse halt. Aber oh, die riechen schon wieder so gut. So, oh, die Kinder sind im Bett, schlafen tun sie natürlich noch nicht. Ich werde den Vlog jetzt aber gleich für euch schneiden und jetzt am Sonntag noch für euch hochladen. Ihr merkt schon, ich bin unglaublich geschafft. Ich glaube, ihr kennt das, ne? Solche Nachmittage, die sind immer wieder toll, aber die schlauchen auch extrem. Ich bin extrem kaputt. Und ich schneide jetzt den Vlog noch, muss dann noch was für die Arbeit vorbereiten. Und dann wieder auf die Couch und mir diesen nicht mehr schönen Nagellack runtermachen. Ich hoffe, der Vlog hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!